Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und es ist endlich mal wieder Zeit für eine weitere Analyse und ich möchte heute in diesem Video das vergangene Heimspiel analysieren. Wir haben heute gegen Eintracht Braunschweig im Olympiastadion gespielt und wir haben am Ende wirklich mit 3:1 gewonnen und das ist für uns ein verdammt wichtiger Heimsieg. Wir haben endlich nach einigen Niederlagen zu Hause gepunktet und haben die 3 Punkte gesichert. Wir sind jetzt Gott sei Dank vor Köln gerutscht. Köln steht hinter uns in der Tabelle. Wir stehen jetzt am Freitagabend auf dem 6. Tabellenplatz und damit kann man zumindest ansetzend zufrieden sein. Trotzdem, in meinen Augen war das einfach kein gutes Spiel. Das war es wirklich nicht. Und ich begrüße euch zu dieser Analyse, denn heute in diesem Video möchte ich genau dieses Spiel analysieren. Ich möchte zuerst über die Aufstellung sprechen, dann möchte ich über das Spiel an sich sprechen, ich möchte über die Leistung der Spieler sprechen und abschließend in diesem Video auch noch ganz kurz jeden einzelnen Spieler mit einer Punktzahl von 1 bis 10 bewerten. Und ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und sprechen wir erstmal über die Startformation. Denn wir wissen, dass wir zuletzt von einigen Verletzungen geplagt sind und unser Lazarett, das ist auch noch rappelvoll. Zumindest konnte ein Spieler wieder zurückkehren, denn Karbovnik hat Seefrick in der Startformation ersetzt. Seefrick hat zuletzt als Linksverteidiger immer mal wieder gespielt, Karbovnik ist zurückgerückt, hat im Mittelfeld gespielt, Martin Dade ist dafür auf die Linksverteidigerposition gerückt, Pascal Clemens ist von der 6 in die Innenverteidigung gerückt und Pascal Clemens hat mit Toni Leister das Innenverteidiger-Duo gebildet. Ansonsten ist alles wie auch zuletzt gewesen, Torstensson, Schernd und Maser. So, die Offensivreihe, Masan, Cuisance, natürlich je nachdem, wer da auf der rechten Seite eher den Flügelspieler abgegeben hat. Kenny auf der Rechtsverteidigerposition, aber der rechte Verteidiger schiebt vor allen Dingen im eigenen Ballbesitz immer wieder höher. Und dann natürlich Sessa und Karbovnik nicht zu vergessen. Soviel zur Startformation. Es ist in meinen Augen vielversprechend gewesen und ich war sehr gehypt auf dieses Spiel. Und die erste Halbzeit hat mich völlig ernüchtert. Die erste Halbzeit war in meinen Augen wahnsinnig schlecht. Und ich sage es jetzt so, wie es ist. Ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir ähnlich gut gespielt wie gegen Elversberg. Oder wahrscheinlich eher ähnlich schlecht gespielt wie gegen Elversberg. Wir leiden irgendwie unter diesem Syndrom, dass wir zu Hause teilweise nur Alibi-Fußball spielen. Das war in der ersten Halbzeit teilweise nur Alibi-Fußball. Defensiv war es in meinen Augen, ja, ausbaufähig. Einfach nur ausbaufähig. Und es ist ein Fußballspiel gewesen. Wir haben viel Ballbesitz. Bis zum ersten Gegentreffer hatten wir eine Ballbesitzquote von 66%. Wir haben ständig den Ball, aber wir schieben diesen Ball nur hinten rum. Wir passen, aber wir kommen nicht zu zwingenden Aktionen. Ich habe das Gefühl, dass uns zu Hause jegliche Zielstrebigkeit abhanden gekommen ist. Zu Hause, ja, keine Ahnung, was da offensiv passiert, aber nichts Gutes. Es ist wirklich so, die erste Halbzeit, die hat mich zum Verzweifeln gebracht, denn wir kommen einfach nicht zu Angriffen. So, wir haben den Ball, wir haben im Spielaufbau viele Pässe gespielt, aber wir schaffen es nicht, einen Stürmer oder einen Flügelspieler in Szene zu setzen. Wir schaffen es nicht, uns mal vielleicht Raum zu erspielen, sodass wir den Abschluss suchen. Denn wir suchen noch einen Pass und noch einen Pass und noch eine Idee und noch einen Haken, anstatt mal zielstrebig in der Offensive den Abschluss zu suchen. Und so ist halt eben das Problem. Wir haben ständig den Ball, wollen unser Ballbesitzspiel durchziehen, schaffen es aber nicht mal ansatzweise Chancen zu kreieren, sondern wir kreieren ständige Ballverluste. Und Braunschweig hat eine Chance und erzielt den einen Treffer. Das war gruselig und das war auch schon in den letzten Spielen zu erkennen. Und es war keine Besserung zur Sicht im ersten Durchgang. In meinen Augen, also offensiv, fehlt uns jegliche Zielstrebigkeit. Unsere Flügelspieler Torstensson und ja, auf der anderen Seite Cuisance muss man da ein bisschen mit reinnehmen. Wobei die rechte Seite sowieso anders aufgestellt ist. Also Torstensson, in meinen Augen, schlimmes Spiel gehabt. Viele Ballverluste, keine Idee, die wirklich funktioniert hat. Das war kein gutes Spiel von Torstensson. Und ich finde allgemein, das Aufbauspiel von uns ist ausbaufähig. Wenn man es mal beobachtet, im Spielaufbau, wenn wir den Ballbesitz haben, dann spielen wir mit einem 3-2-Aufbau. Das heißt, normalerweise gegen den Ball agieren wir mit einer Viererkette. Jonjo Kenny zieht etwas zurück. Aber wenn wir den Ball haben, dann zieht Jonjo Kenny deutlich höher und wir spielen mit einem Dreieraufbau, mit einem 3-2er-Aufbau. Auch Karbovnik hat da zum Beispiel eine entscheidende Rolle. Aber wir haben es nicht geschafft, wirkliche Dreiecke bilden zu können, wirkliche Passstaffetten mal aufzuzeigen. Es war, ja, so, dass wir halt einige Kombinationen hatten, die dann aber ins Nix resultierten.
Wir haben keinen Ertrag gehabt aus diesen Situationen. Und das ist das, was so unglaublich ärgerlich ist. Karbovnik ist ein Spieler. Ist unglaublich wichtig, dass er wieder da ist. Aber man merkt halt einfach, dass er gefährliche Ballverluste teilweise produziert hat. Und gefährliche Ballverluste bedeuten in fast allen Fällen Konter. Braunschweig hat so ziemlich auf Konter agiert. Die haben hinten drin gestanden und gemauert. Und wir haben uns dran die Zähne ausgebissen und kassieren dann auch noch laufend Konter. So, ganz ehrlich. Also, das ist ausbaufähig gewesen defensiv. In meinen Augen fehlt die Zielstrebigkeit und offensiv fehlt noch eine komplett andere Sache und das ist die Strafraumbesetzung. Die Strafraumbesetzung ist eine Katastrophe. Ich meine, manchmal kommt der Torstein zwar auf der linken Seite durch, aber er findet keine Mitspieler. Derry Sheahan versteckt sich als Stürmer hinter zwei Innenverteidigern, die 5 Meter größer sind als er. Und da findet man einfach keinen Mitspieler. Egal, ob die hohe Flanke kommt oder ob ein flacher Ball in den Strafraum kommt. Kein Spieler steht an der richtigen Position. Kein Spieler ist wirklich mal bereit, den Ball abzufangen. Und Braunschweig hingegen, eine Hereingabe, ein Tor. Dort stehen 2 Spieler goldrichtig. Und da müssen wir arbeiten. Die Strafraumbesetzung, die Raumbesetzung im Allgemeinen, das ist einfach ausbaufähig. Und wenn Christian Fehr sich immer in die Pressekonferenz hinsetzt und sagt, ja, wir wollen offensiv spielen und wir wollen Ballbesitz haben, denn wenn wir Ballbesitz haben, dann kann der Gegner kein Tor machen. Und dann liefert man solche Spiele ab, mit solchen offensiven Nichtleistungen teilweise. Ja, dann ganz ehrlich, muss man so ein bisschen an der Erwartungshaltung arbeiten. Definitiv. Aber das war die erste Halbzeit. Das war mein Fazit zur ersten Halbzeit. Das war schlecht und es war Alibi-Fußball. Die zweite Halbzeit hingegen hat meine Meinung wieder so ein bisschen verändert. Aber wir müssen ehrlich sein, die zweite Halbzeit, der Dosenöffner dieses Spiels war die rote Karte an Lennart Grill. Es war eben der Dosenöffner für uns. Die rote Karte resultierte, dass Braunschweig mit einem Mann weniger spielen musste und wir unseren Elfmeter hatten. Den Elfmeter verwandeln wir und danach haben wir natürlich komplett andere Möglichkeiten im Raum zu agieren. Wir selber sind nicht mehr so krass auf eine stabile Defensive angewiesen, sondern können auch selber vielleicht mal etwas ins Risiko gehen und ein paar Räume, sage ich mal, nicht abdecken. Aber dementsprechend sage ich auch ganz gerne, das Geschenk von Braunschweig nehme ich an. Das war natürlich ein katastrophaler Fehler von Lennart Grill an dieser Stelle. Und das war für uns Glück. Und dieses Glück haben wir gebraucht und wir haben es Gott sei Dank auch bekommen. Und man muss auch sagen, es ist erschreckend, dass von den 4 letzten Toren, die wir erzielt haben, abgesehen der Treffer von Florian Niederlechner, 3 Tore 11 Meter waren. Ich finde, das unterstreicht dieses Problem derzeit, dass wir es nicht so wirklich schaffen, Tore aus unserem eigenen Spiel heraus zu erzielen. Und auch in der zweiten Halbzeit hatten wir noch Probleme damit, konsequent in der Offensive zu sein. Trotzdem gab es noch Ballverluste, wo man sich fragt, ey, wie können die denn da an dieser Stelle diesen Ball verlieren? Heute haben wir dieses Spiel gewonnen, weil uns Braunschweig Geschenke gegeben hat. 2. Elfmeter, unnötig, wieder ein Fehler von Braunschweig und wir haben diesen Fehler genutzt und den Elfmeter verwandelt. Aber so richtig zwingende Offensivleistung haben wir hier nicht gezeigt. Und ich weiß nicht, ob wenn Braunschweig diese rote Karte nicht bekommen hätte, ob wir dann genau so dieses Spiel beendet hätten. Ich glaube nicht. Die Entscheidung von Fjell, Torstensson rauszunehmen, Sheahan auf die Flügel zu ziehen und Prewerk reinzunehmen, war völlig richtig. Diese Entscheidung war gut. Prewerk hat meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht und ist ein Spieler, der mit einer gewissen Brutalität und Kaltschnäuzigkeit im Strafraum aufgefallen ist. Er hat Bälle behauptet, konnte Bälle live weitertragen. Das hat der Sheahan überhaupt nicht gekonnt in der ersten Halbzeit. Sheahan hingegen konnte aber auf den Flügel überzeugen und dort wiederum 1-2 gute Dribbles herausspielen. Also, es war natürlich auch diese Entscheidung, die so dieses Spiel noch ein bisschen mit beeinflusst hat, aber im Endeffekt war das heute meiner Meinung nach Glück. Es war Glück. Die Elfmeter waren natürlich gut geschossen, definitiv. Braunschweig ist dann auch, ja, sag ich mal, da kam wenig von Braunschweig. Aber es ist auch klar, Braunschweig ist keine Übermannschaft. Auch die haben hier ein paar Ballverluste rausgehauen. Da fragt man sich, okay, das ist halt ein unterklassiger Zweitligist. Und trotzdem beißen wir uns an diesem Gegner teilweise die Zähne aus, wo man sich fragt, ey Leute, wenn ihr aufsteigen wollt, dann muss man so einen Gegner eben besiegen. Und wenn man da solche Probleme hat, dann kann man da nicht zwingend von einem krassen Ausstiegskandidaten sprechen. Trotzdem möchte ich einen Spieler erfreuen und das ist Michael Cuisance. Michael Cuisance ist ein Königstransfer. Er ist der beste Spieler bei uns und momentan
ist er ein Spieler, der unglaublich viel ackert. Er lag am Ende auf dem Boden, hat die größte Laufdistanz in diesem Spiel dargelegt, hat die meisten Zweikämpfe gewonnen, hat ein Tor erzielt und hat 5 herausragende Pässe gespielt, die in Chancen resultierten. Er ist ein Spieler, den ich heute herausnehmen musste, denn er hat es überragend gemacht. Und ganz ehrlich, ich sehe viel Potenzial in unserem Spiel. Aber irgendwas muss sich an der Konsequenz im letzten Drittel verändern. Ansonsten werden wir in jedem Spiel da stehen und dann 0-1 zurückliegen, vielleicht ein 1-1 machen. Aber so richtig gute, befreiende Siege werden wir irgendwie momentan nicht holen, denn so fühlt es sich einfach nicht an. Wir haben zwar in den Statistiken teilweise überzeugt, aber die Statistiken bringen es nicht, wenn mein Auge auf dem Platz eben sieht, ey, wir können uns so einfach auskontern lassen. Wir schwimmen jederzeit in Gefahr, ein Gegentor zu kassieren. Von daher kann ich dieses Spiel nicht abschließend mit gut bewerten. Aber wisst ihr was? Das ist mir scheißegal. Wir haben die 3 Punkte im Sack. Wir stehen halbwegs gut da. Wir haben gegen 10 Braunschweiger es dann geholt. Es ist ein dreckiger Dardai-Sieg, um es ehrlich zu sein. Es ist ein klassischer Dardai-Sieg. Also holen wir doch immer unter Dardai unsere Siege. Ja, trotzdem, in dieser Saison haben wir noch nicht einmal so richtig überzeugend gewonnen und das war es heute mal wieder nicht, aber wir haben wenigstens gewonnen und das noch unterflutig und das endlich zu Hause. Jetzt fahren wir nach Karlsruhe und ich bezweifle, dass wir dort wirklich was holen werden, denn so richtig vielversprechend war es halt nicht, was wir gezeigt haben. Vielleicht sieht das anders aus, wenn unsere verletzten Spieler endlich zurückkehren. Aber ja, würde ich sagen, kommen wir gleich mal zur Bewertung der Spieler und ich versuche mich wirklich so kurz wie möglich zu fassen. Also, fangen wir erstmal an mit der Defensive. Tjaak Ernst. Tjaak Ernst kriegt von mir 5 von 10 Punkte. Zu Tjaak Ernst muss ich sagen, beim Gegentor war er in meinen Augen machtlos, aber er hatte nichts anderes zu tun. Nichts anderes hatte er zu tun. Kabofte kriegt von mir auch 5 von 10 Punkte, hat das Spiel bereichert, hat gefehlt, aber einige Ballverluste, die muss er sich sparen. Aber es ist auch erst sein erstes Spiel nach Verletzung. Das ist immer wichtig zu betrachten. Mart und Dade kriegt von mir 6 von 10, genauso wie Toni Leistner. Ich finde, beide haben in der Defensive einen soliden Job gemacht, wobei Mart und Dade auf Linksverteidiger ein bisschen verschenkt ist. Aber in meinen Augen hat er dort gut ausgeholfen und ich hoffe, Seefried kehrt dort bald zurück. Jonjo Kenny kriegt von mir heute 5,5 von 10. Das war ein solides, durchschnittliches Spiel, aber in meinen Augen nicht mehr. Pascal Clemens kriegt von mir auch 6 von 10 Punkte. Ich würde diese Defensive eigentlich ausklammern, denn ich finde, die Defensive hat bis auf eine Situation gar nicht viel falsch gemacht. Das Problem ist halt einfach nur, dass wir trotzdem konteranfällig sind und diese Konteranfälligkeit, ja, muss man halt eben irgendwie abstellen. Cuisance kriegt von mir heute 9 von 10 Punkte. In meinen Augen Spieler des Spiels überragend gemacht. Kevin Sesser kriegt von mir 7,5 von 10. Fand ich eine Top-Leistung von ihm. Und er kann es doch. Wobei Sesser auch, ähnlich wie Kabovnik, teilweise Ballverluste und Fehlpässe drin, wo man sich fragt, ey, yo, was ist das denn? Maser kriegt von mir heute 7 von 10. Das war eine gute und solide Partie, die er gekrönt hat mit einem Elfmetertor. Ich bin sehr froh, dass er wieder getroffen hat. Torstensson kriegt von mir heute 2,5 von 10. Das war eine ziemlich maue Leistung in meinen Augen. Derry Sherhand kriegt von mir 5 von 10. Es war okay. Die zweite Halbzeit war aber deutlich besser. Mit der ersten Halbzeit ist er etwas abgefallen. Das ist meine Bewertung. Ich will einen Spieler hervorheben. Und das ist nochmal Lump. Lump kam rein und der Typ ist 16 Jahre alt. Der Typ ist unglaublich jung. Und er überzeugt mich. Also ich könnte mir vorstellen, diesen Jungen auch mal demnächst in der Startformation zu sehen. Mit 16 darf man ihn natürlich nicht verheizen, aber er macht in diesen wenigen Minuten, in denen er gespielt hat, unglaublich guten Eindruck. Ich sehe ihn bei uns unfassbar und ich glaube, dass wir mit ihm einen wertvollen Diamanten bei uns im Kader haben, wo man wirklich dankbar sein kann, was wir für eine geile Jugend haben. Tja, Fazit von diesem Spiel. Manchmal braucht man auch Geschenke. Ich bin zufrieden mit dem Spiel. Prewjak hat es gut gemacht. Ich hoffe, den sehen wir auch mal bald wieder in der Startformation, dass er sich auch wieder in unsere Herzen reinspielen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ganz gerne ein Like da. Vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC verpasst. Ich hoffe, ich konnte alles sagen, was ich sagen wollte. Ich würde ganz gerne noch über so viel mehr reden, über Niederlechner und so weiter und so fort, aber dann wird das Video einfach zu lang und das Video soll ja auch zügig für euch am Samstag online kommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, genießt den Abend, wir sehen uns demnächst wieder. Schönen Tag euch noch und tschüss.